Okay. Okay, habe ich auch. Boah. Glaubt ihr, ich bin blöd, ey? Ich kenne eure Tricks, wo ihr die Handgranaten hinwerft, ey. Okay. Da ist noch einer. So, der ist auch. Boah. Bloß noch hier Patronen neue. Oh, Kinders, ey. Okay. Da ist Medipick. Da, Medipick, sag ich schon. Medipack. Na, 93 ist auch okay. Boah, ich muss mal kurz. Ah, oh, meine Hand ausschütteln. Ah. Okay, hier ist keiner. Okay. Okay, da kann ich nicht her. Also muss ich einen anderen Weg finden. Kann man hier her? Auch nicht. Okay. Hier müssten eigentlich alle erledigt sein. Erstmal. Fuck. Okay. Wow! Boah! Scheiße! Alter Vater! Okay. Okay, ist keiner. Richtige. Ach, wie sagt man da nochmal? Räumesicherung, ey. Raumsicherung. Okay, ist auch keiner. Oh, Kacke. Voll am Knarren. Okay. Ah, so ein Pimmelkopf. No. Ah, da ist noch einer, ey. Da ist noch einer! Okay, vorsichtig sein. Ich kann ja mal... Wow. Okay. Gut, da hinten sind auch noch welche. Da ist, glaube ich, keiner. Sam! Okay, da habe ich auch. Nachladen. Wow. Gut, den habe ich auch. Weil, tut mir leid, wenn ich jetzt heute nicht so viel reden kann, ey. Ich habe keinen Bock, hier abzukratzen. Und dann auf einmal muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Natürlich die Thompson. Da habe ich natürlich jetzt keine Lust drauf.
Okay, hier scheint nichts zu sein mehr. Alter Vater, ey, ist das Hammer. Warte mal, ich kann auch Munition mir nochmal holen. 104 ist ein bisschen... Der hatte... Ne, Pupgun. Die möchte ich nicht. Er hat eine Colt. Da ist... Aber warte mal. Ah, sehr schön. Oh, meine Hände, die sind schwitzerig. Kacke. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass hier nicht oben noch mal welche sind. Tür ist zwar offen. Aber man weiß ja nie. Hier ist nichts. Okay. Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich gelingt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Pauli die Bank überfallen, weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast. Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße! Tom, du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen. Ja, ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. Na, so haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid. Dann tut's mir auch leid für dich. Puh! Der zielt ja ordentlich. Ich weiß jetzt nicht. Ist er jetzt schon? Habe ich ihn schon? Yo. Ich habe ihn schon. Oh, Sam. Komm raus. Alter Vater. Da brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Habt ihr das gesehen? Boah, hat der auf mich. Alter Vater. Okay, Sam. Kannst dich ruhig umdrehen. Der ist wütend. Oh, jetzt wird langsam der Stuhl wieder zu hart. Oh. Mein Gott, der hat aber auch einen scheiß Stuhl hier.
Dreh dich um, my friend. Boah, alter Vater, haut der rein da. Kacke, er dreht sich nicht um. Wieder langsam wütend. Wow. Der zielt echt übelst heftig. Der hat's drauf. Würde ich mal so sagen. Ist weg. Scheiße, ey, wie soll man den denn schnappen? Das ist das Problem, ey. Oh. Ich kann jetzt auch nicht nochmal nach unten laufen, weil da ist der Nachhauseweg. Ich muss ihn also. Das gibt's nicht, ey! Aha. Boah. Gefährlicher Bursche. Ey, da hast du auch keine Chance mit den vier Leben, ey. Da kannst du machen, was du möchtest. Der... Ey. So, jetzt dreh ich mal um. Ah, geht doch. So, es ist wieder weg. Kacke, ey. Scheiß, die Wand an, ey. Ach! Ey, das gibt's doch nicht, ey. Sollen wir mal raffen, ey. Komm, dreh dich wieder um. Hä? Dann warte ich so lange. Das ist auch krank, ey. Los! Komm, dreh dich um. Oh, ich muss eine andere Waffe dann nehmen. Da sie dann sage, ich nehme Colt oder irgendwie so. So. Schön, das ganze Magazin. Aber. So, ich muss mal kurz gucken, welche die heftige Waffe ist. Aber eigentlich. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Gehe ich mal die Seite. Ha! Geht doch, ey!
Verdammt! Hey, es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauli? Er war sich nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist ein Scheißdreck wert. Epilog. Mein Gott, das war jetzt ein Ende. Dann waren sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und Sie sind gewillt, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemanden wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das.
Mr. Angelo? Ja. Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende ging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert, absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Ende. So. Geiles Spiel gewesen. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen bei euch allen. Ja, das beste Spiel, was ich überhaupt kenne. Ich mach mal hier kurz das weg hier. Weil das wollen wir uns ja nicht angucken, also anhören. Neue Freifahrtoption wurde freigeschaltet natürlich. Freie Fahrt Extrem wurde sogar freigeschaltet, sehr schön. Nee, aber wie gesagt, ich bedanke mich wirklich für alle, die zugeschaut haben. Bei diesem wundervollen Spiel, was wirklich richtig, richtig, richtig geil ist. Wenn ihr es noch nicht zu Hause habt, versucht es euch irgendwie zu besorgen und spielt es mal selber. Und vielleicht werdet ihr dann auch in den Bann der Story, so auch insgesamt der ganzen Mafia-Welt, ein bisschen so hereingezogen in dem Spiel. Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Ich habe das Spiel wirklich verschlungen, beim ersten Mal jetzt. Wo ich es gespielt habe und fand es einfach nur richtig geil. Ich saß da wirklich vor Stunden lang und habe da was geguckt und da was mir angeschaut und so. Und ja, wie gesagt, danke nochmal fürs Zuschauen. Und da werden wir mal gucken, was wir dann ab morgen dann für ein Thema neu haben. Oder ab übermorgen. Müssen wir mal schauen, wie schnell ich das noch schaffe. Ja, lasst euch mal überraschen. Und da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Mafia 1 mit mir Ingo Viva und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Thema wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!